Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem zweiten Namibia-Länderabend hier von Taruk. Ich freue mich zusammen mit Tine von Kühn, Ihnen dieses wunderschöne Land ein weiteres Mal vorstellen zu können. Und Tine, du bist ja selbst gebürtige Namibierin. Geboren und aufgewachsen in Namibia, mittlerweile seit 7 Jahren in Deutschland und 6 davon bei Taruk. Mhm. Ja, genau. Und jetzt ganz frisch aus Namibia zurückgekehrt. Ich war jetzt über Weihnachten in Namibia gewesen bei meiner Familie, habe dort die Feiertage verbracht in der Sonne. Ja, und bevor es in die Sonne ging, in die Feiertage, hatten wir unser erstes hybrides Reiseleitertreffen. Die Reiseleiter sind ja ein ganz wichtiger und wesentlicher Bestandteil einer jeden Taruk-Reise. Und hier sieht man links im Bild dich zusammen mit den Reiseleitern in Swakopmund. Genau, da haben wir ein kleines Reiseleitertreffen veranstaltet und total schön, da sind wir unsere Reiseprogramme durchgegangen. Und das Besondere an diesem Reiseleitertreffen war nämlich, dass wir das erste Mal ein Reiseleitertreffen zusammen mit dem Deutschlandbüro, mit euch, mit dir, mit dem Johannes und mit der Eva Gengenbach veranstaltet haben und uns dort wirklich austauschen konnten und auf diese Art und Weise kommunizieren konnten. Das war großartig. Ja, es gilt für jede Taruk-Reise, dass wir mit deutschsprachigen, aber einheimischen Reiseleitern zusammenarbeiten, die das Land wie ihre Westentasche kennen. Und man muss sagen, für die Reiseleiter waren die letzten 20, 22 Monate wirklich auch eine harte Zeit mit nur sehr wenigen Reisen. Ja, absolut, absolut. Die haben wirklich lange 2 Jahre jetzt hinter sich und schwierige 2 Jahre hinter sich und freuen sich jetzt genauso wie wir, dass es wieder losgeht. Absolut. Letzten Spätsommer ging es dann so richtig wieder los. Ab August konnten wir wieder viele Touren durchführen und umso schöner war es dann jetzt auch natürlich, die Leute, die Reiseleiter wieder zu treffen, sich austauschen zu können. Und Tine, was ist dein Eindruck? Haben alle Lust auf das Reisejahr 2022? Und wie? Genauso viel wie wir. Ne? Also die Reiseleiter vor Ort, die stehen alle in den Startschuhen, sind alle bereit. Und in Namibia tut sich ja auch bei uns noch viel. Wir haben ja ein neues Büro, auch nochmal einen neuen Kollegen, den Jörn Dedig vor Ort, um einfach dort auch noch näher dran zu sein, als was wir so schon sind. Ganz genau. Näher dran geht also nicht. Unsere eigene Fahrzeugflotte in Namibia, die einen größeren Teil unserer Touren abdeckt, das bedeutet Namibia mit Taruk. Tine, du warst ja nur Familienbesuch dort über Weihnachten. Und was mich bei den Bildern, die du geschickt hast, gewundert hat, war dieser Weihnachtsbaum. Weil ich kenne eigentlich einen richtigen Dornbaum, eine Akazie als Weihnachtsbaum in Namibia. Richtig, das ist eigentlich so das klassische, schönen Weißdornbaum mit den weißen langen Dornen und den schönen gelben Kätzchen. Da kann man sich das Lametta fast sparen, weil die Dornen so lang sind. Braucht man gar nicht, ganz genau. Dieses Jahr hat mein Bruder sich einen Gag erlaubt und hat eine Nordmann-Tanne nach Namibia eingeführt. Im Koffer. Koffer. Den hat er da reingefaltet. Musste am Zoll ein bisschen verhandeln, hat aber geklappt. Und dann haben wir die Mama mit einer Nordmann-Tanne überrascht. Sehr schön. Und es war sehr, sehr lustig gewesen. Ja, und man sieht, die elektrischen Weihnachtsbaumlichter, die haben hier eine doppelt wichtige Bedeutung. Sie sind nicht nur schön, sondern auch im Zweifel Brandverhinderer. Absolut. In Namibia hat es nämlich derzeit um die 40 Grad. Es ist ja immer entgegengesetzt zu uns. Bedeutet, wenn es hier kalt und kuschelig ist, ist es in Namibia richtig schön warm und entsprechend Wachskerzen am Weihnachtsbaum ist eher eine schwierige Angelegenheit. Also die kippen dann auch ab und da hatten wir auch schon fast mal einen Brand gehabt zu Hause. Entsprechend haben wir dann irgendwann die elektrischen Lichterkerzen eingeführt. Ist ja auch schön. Kommt auch gut, ja. Ist ja auch schön. Mhm. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend dabei sind, dass Sie sich ein Bild machen wollen von Namibia, von der aktuellen Lage vor Ort und natürlich von unseren schönen Reisen. Wir sehen, es gibt schon sehr viele Fragen im Chat, das freut uns natürlich umso mehr. Wenn Sie Fragen haben im Verlauf des Abends, stellen Sie sie. Wir nehmen uns am Ende die Zeit und werden jede einzelne Frage beantworten. Dafür sind wir heute hier. Absolut, ja. Tine, es ist das zweite Mal Namibia-Länderabend, deswegen haben wir uns was Besonderes vorgenommen. Taruk hat ja nicht nur eine oder zwei Namibia-Reisen, sondern wer den Taruk-Fernwehkatalog kennt, weiß, dass wir 12 Reisen haben, die Namibia abdecken oder mit abdecken. Richtig. Und das ist im ersten Blick wahrscheinlich erstmal überwältigend. Was sind denn da die Unterschiede bei diesen Rundreisen? Ja? Wie unterscheiden die sich? Und da haben wir Ihnen jetzt mal zwei ganz besondere Rundreisen rausgesucht aus unserem Sortiment der Namibia-Rundreisen. Und ich würde fast sagen, mit die außergewöhnlichsten Namibia-Rundreisen, die wir im Angebot haben. Absolut. Wer sich mit Namibia-Reisen befasst und auch Reise unterschiedlicher Veranstalter vergleicht, der wird bei dem Blick auf die
Karte der jeweiligen Reise häufig eine sehr ähnliche Route feststellen. Und zwar hat man dieses wunderbare Land und eine Route, die dann meist von Windhoek über Etosha, Swakopmund, Sossusvlei zurück nach Windhoek führt. Mehr oder weniger sieht das alles auf den ersten Blick gleich aus. Bei Tarok ist keine Reise wie die andere und keine Reise wie bei dem Wettbewerb. Und dass das dann auch in gänzlich neuen Reisen münden kann, die mittlerweile bei anderen auch zu finden sind, das konnten wir mit der Fischschiffer zeigen. Diese wurde in den ersten Jahren von dir bei Tarok mitentwickelt. Richtig, genau. Ich glaube, 2016 haben wir die ins Leben gerufen. Und es ist so eine ganz klassische Wiederholungstäter-Rundreise für Namibia. Die erste Rundreise, zum Beispiel unsere Akazie oder genau, eigentlich so eine zweiwöchige, schöne, klassische Namibia-Rundreise schon mal gemacht haben, die dann der Namibia-Virus, zum Glück kein gefährlicher, aber ja, kein gefährlicher Virus, aber vielleicht gefährlich fürs Urlaubskonto. Absolut, ganz genau. Der Namibia-Virus, berühmt-berüchtigt, gepackt hat. Viele wollen einfach nochmal zurück nach Namibia. Absolut. Und überlegen sich, welche Ecken haben wir noch nicht gesehen. Und da ist unsere Fischschiffer-Rundreise, 15 Tage, maximal 10 Reisegäste, das Optimale, einfach um da genau einen Teil Namibias abzudecken, der Absolut. Noch unbekannt. Ja, wer jetzt beim Blick auf die Karte sagt, eine Reise ohne den Etosha-Nationalpark. Wie gesagt, das ist eine Reise für Liebhaber und Wiederholungstäter. Eine Tour, wo der Etosha natürlich auch nicht fehlen darf, haben wir nachher für Sie noch im Programm. Das zeigen wir dann auch noch ausführlich. Aber jetzt geht es erstmal gen Süden. Und zwar über Nacht landen wir in Windhoek, deiner Heimatstadt. Meine Heimatstadt. Hier auf der Straße bin ich morgens immer zur Schule gefahren. 18, ja, naja, nicht ganz 18 Jahre, aber meine so, Schulzeit. Hast keine Ehrenrunde gesehen, ne? Ich habe keine Ehrenrunde gesehen, nein, ganz genau. Aber das war immer mein Schulweg gewesen hier. Wir landen in Windhoek. Der Reiseleiter begrüßt Sie am Flughafen. Sie unternehmen die erste Stadtführung durch die Hauptstadt Namibias, die Christuskirche hier auf dem Bild zu sehen. Darf natürlich nicht fehlen, ein Wahrzeichen Windhoeks. Und eins der Sehenswürdigkeiten, Highlights in Windhoek, Absolut. Die Independence Avenue. Dann gibt es ein schönes, leckeres Begrüßungsdinner in einem schönen Restaurant in Windhoek. Und dann, ja, die erste Nacht in der Hauptstadt. Die erste Nacht in der Hauptstadt, das heißt ein entspanntes Ankommen, die Gruppe kennenlernen, den Reiseleiter kennenlernen, namibische Luft schnuppern. Und am nächsten Tag geht es dann raus in die Weite, in die Kalahari und zwar hier in die Dünen. Erstes Mal roter Sand. Mhm. Und die klare Wüstenluft. Etwas Schöneres gibt es kaum. Und da haben sie dann das Gefühl, jetzt sind wir angekommen in Namibia. Ne? Genau. Wenn man so aus der Stadt raus in diese traumhafte Natur schon mal so einen ersten Eindruck bekommt, wo bin ich hier eigentlich, wo sind wir hier eigentlich? Und das dann gleich in der roten Kalahari. Ja, wer hier den ersten Sundowner genießt, der weiß, er ist jetzt wirklich da. Mhm. Tine, was ist ein Sundowner? Manche wissen es vielleicht nicht. Ein Dämmerschoppen auch genannt. Ja. Also der Sonnenuntergang wird ja generell in Namibia sehr zelebriert. Aus gutem Grund, wie man hier sieht. Aus gutem Grund. Die Sonnenuntergänge in Namibia sind immer zauberhaft schön. Und das wird auch jeden Abend ausführlich zelebriert. Gerade auf den Gruppen hier auch abends gibt es dann immer ein schönes Getränk, ein Glas Weißwein oder ein gutes namibisches Bier. Oder ein Gin Tonic. Oder ein Gin Tonic. Ganz beliebt. Und das Ganze dann zum wunderschönen Sonnenuntergang in den Dünen. Und jetzt machen wir was ganz Außergewöhnliches. Es ist eine Namibia-Reise, aber wir fahren weiter in den Süden, in den Südosten, in den Kalahari Transfrontierpark. Und Tine, was heißt Transfrontier? Du hast noch Afrikaans gehabt? Transfrontier, länderübergreifend nennt sich das Ganze. Ein Nationalpark, der quasi Namibia, Südafrika und Botswana hier übergreift und da ist man innerhalb von 50, 60 Kilometern einmal durch drei Länder irgendwie. Ne? Absolut, die Natur, die kennt keine Grenzen und es ist wunderbar, dass das auch mit diesen Nationalparks gewürdigt wird. Der Kalahari ist ein ganz besonderer Park und hier verbringen wir zwei Nächte in einer wunderschönen Lodge, der Roy Puts Luxury Lodge. Und was das bedeutet, das sehen Sie hier, es gibt 9 Zelthäuser insgesamt gedeckt mit wunderschönen Reet, innen alles sehr gemütlich eingerichtet. Und das Besondere hier ist natürlich, man ist mitten in der Wildnis und der Kalahari ist bekannt für? Löwen, Raubkatzen, Geparden, Leoparden. Also das ist nämlich für die, die denken, ach Mensch, kein Etosha-Nationalpark dabei. Der Kalahari Absolut. Kann auch echt vieles. Das ist wirklich was ganz Besonderes und auch sehr Unbekanntes. Und halt ganz besonders für die Löwen mit der schwarzen, dunklen Mähne bekannt. Ja, wir haben so ein Spiel. Ach, übrigens, nochmal ganz kurz zu diesem Foto. Es gilt für alle Fotos in diesem Vortrag. Mhm. Die stammen entweder von Tarok-Teammitgliedern oder wie hier von
Tarok Reisenden. Hier übrigens von Michael Voss, eines unserer fast schon Stammgäste, der mit seiner Frau Doris Jachalke wunderschöne Fotos uns immer schickt, im Fotowettbewerb auch. Und wir freuen uns, sagen zu können, dass sie dieses Jahr auch noch in Europa unterwegs sein werden. Und da werden uns auch noch die ein oder anderen schönen Fotos überraschen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Mhm. Der Löwe hier in direkter Nähe des Camps. Die Löwen ziehen hier nachts regelmäßig durch das Camp. Natürlich sind sie in Sicherheit, aber das ist schon ein besonderes Gefühl. Absolut. Und jetzt nochmal zu deinem Spiel. Ja, unser Spiel. Das ist eigentlich Familientradition. Ja. Wenn wir in den Nationalpark reinfahren, egal wo in Afrika, dann rät jeder vorher einmal, was das erste Tier ist, was man sieht. Egal, ob es jetzt ein Strauß ist, eine kleine Manguste oder eben ein Elefant. Und als ich das letzte Mal hier war, war ich mit meiner Schwester und meinen beiden besten Freunden unterwegs. Und da haben wir alle geraten. Ich glaube, ich habe einen Oryx geraten, das ist eine Antilope. Springbok, glaube ich, nehmen. Auch ein guter Tipp hier im Kalahari. Meine Schwester sagt einfach, Löwen. Da haben wir natürlich alle gelacht. 300 Meter später haben wir nicht mehr gelacht, weil sie hat gewonnen. Wir haben alle die Kameras gezückt und dann lag der erste Löwe, der erste Kalahari-Löwe. Und da hat sich dann am Abend den Drink auch verdient. Ja, das zeigt, die Raubkatzen hier spielen eine große Rolle auch fürs Ökosystem. Und da wird der Abend genossen. Der Abend wird genossen. Sie sind im offenen Geländewagen unterwegs hier im Kalahari für die Pirschfahrten. Und im Morgenlicht und in der Dämmerung hat man dann Zeit für solche schönen Bilder zwischen den roten Sanddünen, die ewig fließen, und in den Tälern dazwischen, wo sich ein bisschen Feuchtigkeit sammelt. Da spielt sich das ganze Leben ab. Und das ist doch vielfältiger, als man denkt. Absolut. Ja, hier auch die kleinen... Ein echtes Juwel. Ja, die Erdmännchen, man kennt sie auch aus der ein oder anderen Tierdokumentation, wirklich putzig. Natürlich Schakale, Eulen, besonders bekannt für Raubvögel ist der Kalahari. Eulen sieht man ja auch häufig tagsüber. Natürlich majestätisch wie eh und je, der Kalahari-Löwe mit seiner schwarzen Mähne. Ja, nach zwei Nächten, Tine, verlassen wir den Kalahari wieder. Ja. Aber es geht spannend weiter in die Karasberge und da sehen wir dann auch die ersten Köcherbäume. Die Sie auf dieser Reise von da an auch immer wieder begleiten. Ganz klassisches Bild so für den Süden Namibias, die Köcherbäume, gerade so im Sonnenuntergang natürlich ein fantastisches Fotomotiv, wie man auch hier auf dem Bild sehen kann. Die begegnen einem bis runter in den Süden, weiter in den Süden immer wieder. Bis zum Namensgeber der Reise, dem Fish River. Ja, der Fish River hat hier über Jahr Millionen den zweitgrößten Canyon der Welt aus dem Boden gefräst. Und ja, hier haben wir den ersten Blick vom Hobas Viewpoint, eines der schönsten Ausblicke, kann man sagen, denke ich. Damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Auf der Tour bekommen Sie den Fish River von allen Seiten serviert. Von West bis Ost, einmal ganz runter in Süden, einmal drumherum sind wir wirklich von jeder Seite einmal an diesem majestätischen Canyon unterwegs. Und auch landschaftlich ändert sich das natürlich dann auch wieder und ist einfach von jeder Seite besonders und einzigartig. Ja, nicht nur von jeder Seite. Hier übernachten wir zwei Nächte in eines der schönsten Lodges, der Fish River Lodge. Die schönste Lodge wahrscheinlich in Namibia, würde ich jetzt mal fast spekulieren. Bei dem Pool auf jeden Fall. Mhm. Und ja, tagsüber haben wir dann Zeit, von der Abbruchkante hinunterzufahren auf den Boden des Canyons. Hat auch immer wieder Zeit, mal anzuhalten, auszusteigen, ein paar Fotos zu machen, diese herrliche Aussicht zu genießen. Ja, und was man da unten sieht, Tine? Ein Fluss. Verrückt. Der Fish River. Und wer hier möchte, der kann in den heißen Sommermonaten unten auf dem Boden angekommen. Schwimmen gehen. Badesachen einpacken. Ganz wichtig. Meint man gar nicht. Aber unbedingt mitnehmen. Da kann man dann nochmal einen Sprung ins kühle Nass wagen. Krokodilfrei, versprochen. Absolut. Ja, also wirklich eine ganz besondere Lodge. Zwei Nächte. Tine, wann warst du zuletzt hier? 2017 war ich zuletzt da und habe auch diese abenteuerliche Fahrt runter in den Canyon gemacht. Das ist wirklich ein Abenteuer mit Höhenangst, aber es ist auf jeden Fall sicher und absolut faszinierend, wie diese Fahrer da runter, diese Berghänge runterfahren, über Stock und Stein und bis man dann ganz unten ist. Also es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ja, und dann natürlich die Lodge dazu mit diesem Blick dann wieder, mag man gar nicht mehr weg. Aber das nächste Highlight wartet auch schon wieder direkt auf der Rundreise. Währenddem wir gerade die Naturgewalten genießen kommen, kommen wir jetzt zu Menschengemachten. Und zwar nach Lüderitz. Ja, die kleine bunte Stadt direkt am Meer. Aus der Wüste hinein kommen sie direkt ans Meer. Ja, und sind dort eine Nacht in dem schönen... In der schönen kleinen Stadt Lüderitz, eine ehemalige Hafenstadt mit fantastischen Meeresfrüchten, gutem Essen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
an der Waterfront mal abends dann das Abendessen zu genießen. Ja. Ja, und auch ein paar Highlights. Kollmanns Kupp ist da direkt um die Ecke. Absolut. Wir haben Zeit, vor Ort auch die Architektur zu genießen. Und hier genau. Das Diaskreuz. Mhm. Ja. Bartolomé Diaz hat auch schon das Potenzial von Lüderitz als Hafen entdeckt. 1492 hat er hier einen kurzen Zwischenstopp gemacht, hat dieses Steinkreuz aufgestellt. Und ja, Kollmanns Kupp, was hat es damit auf sich, dieses sagenumwobene Örtchen? Eine Geisterstadt mittlerweile, eine ehemalige Diamantenstadt, wo Diamanten gesucht, geschliffen, verarbeitet wurden. Und mittlerweile wird diese Kleinstadt, hat auch nicht lange gedauert. Ja, man sieht, es hat wirklich floriert, aber heutzutage dient es eher für schöne Fotomotive. Absolut, und es lohnt sich total, ja. Und man sieht, erkennt immer noch dort die Räumlichkeiten, eine Bowlingbahn gibt es dort. Ja, mittlerweile ein bisschen versandet, da laufen die Kegel, die Kegelkugeln nicht mehr ganz so glatt. Nee, absolut nicht. Und mittlerweile nur noch Dünensand und irgendwo mal eine Badewanne auf einmal in den Dünen zu finden. Also wirklich verrückt, man erkennt noch, was da mal gelebt hat, mittlerweile aber von den Dünen eingenommen und ein wahnsinnig schönes Fotomotiv. Ja, ja. Da erobert sich der Wüstensand seinen Platz zurück. Eine weitere Besonderheit hier in der Gegend sind die Wildpferde. Tine, welche Version kennst du? Wo kommen diese Wildpferde her? Von den Schutztrupplern, davongelaufen, geflüchtet und dann irgendwie wohlgefühlt und eingelebt. Und seitdem leben die Wüstenpferde in der Nähe von Aus wie ein Gemsbock, also wie eine Oryx-Antilope oder ein Springbock. Ganz wild und ganz frei dort als namibische, das ist glaube ich auch einmalig, oder? Ja, absolut. Also mit etwas Glück kann man hier die Wildpferde sehen, die seit über 100 Jahren jetzt hier sich durchgesetzt haben. Mittlerweile gelten sie als offizielle Fauna Namibias. Ja, richtig, genau. Total spannend. Ja, ja. Total spannend. Ja, weiter geht es entlang wunderschöner Wüstenstraßen in die wohl bekannteste Wüste Namibias, die Namib. Die Namib-Wüste mit der höchsten Düne der Welt. Ja. Und dem Sossusvlei. Und dafür haben wir den perfekten Ausgangspunkt, würde ich mal sagen. Ja, eine auch sehr, sehr schöne Lodge, die ich auch sehr liebe, das Desert Quiver Camp. Dort sind wir untergebracht und der Vorteil an diesem Camp ist, dass man direkt am Eingang zum Nationalpark liegt, das bedeutet früh aufstehen. Früh aufstehen lohnt sich. Auch wenn das hier ganz schön gemütlich ist, wie man sehen kann. Absolut, ja. Aber wer früh ist, der frühe Vogel fängt hier nicht den Wurm, denn wenig Leben gibt es hier in der Tat im Wüstensand, sondern der frühe Vogel fängt hier wunderschöne Fotomotive. Und wunderschöne Eindrücke. Ja. Und eine Wahnsinnsstimmung zum Sonnenaufgang. Der Vorteil nämlich bei der Unterkunft, die sind direkt am Eingang. Sie brauchen nicht Schlange stehen, nicht anreisen. Sie fahren direkt morgens früh mit den ersten Sonnenstrahlen oder eigentlich sogar zum Teil noch vor den ersten Sonnenstrahlen in diesen Nationalpark, in Sossusvlei hinein und erklimmen dann mit aufgehender Sonne die Düne. Ja. Ja, ich verspreche Ihnen eine Sache. Wenn Sie sich beeilen morgens und beim Erklimmen der Düne und Sie dann dort oben auf dem Dünenkamm sitzen, noch kurz bevor die Sonne aufgeht, dann erwartet Sie ein Spektakel, das werden Sie nie vergessen. Ich kann mich erinnern, es fängt dann an, aus dem Morgengrauen kommt das Licht. Man sieht es hier auf dem Bild ein bisschen. Die eine Seite der Düne ist schon voll erleuchtet. Auf der anderen Seite herrscht noch halbe Dunkelheit. Diese Morgenstimmung ist wirklich ganz fabelhaft. Und wie gesagt, wenige Menschen zu der Zeit. Und wenn man dann genug und sich satt gesehen hat von diesem herrlichen Panorama, kann es mit schnellen Schritten den Hang abwärts gehen oder auch langsam, wie Sie mögen, ins legendäre Deadfly. Ja, das Deadfly, auch total faszinierend. Und zwar eine Lehmfläche ist es, war ehemals ein Revier auch gewesen, was dort entlang geflossen ist. Ein Trockenflussbettenbett ist es. Da sind ein paar Akazienbäume, die jetzt nicht mehr ganz so lebendig sind, haben schon einige Jahre kein Wasser mehr abbekommen. Und die sind dort in Silhouettenform mit diesen Dünen im Hintergrund. Einzigartig schön. Ein einzigartiges Fotomotiv und vor allem auch einfach faszinierend, ja. Wie man hier die Gezeiten verstehen kann, wie die Natur funktioniert. Vor einigen 100 Jahren, man schätzt diese Bäume auf wirklich mehrere 100 Jahre, hat man hier eben auch regelmäßig Wasser gehabt. Jetzt nur bei sehr guten Regenzeiten. Letztes Jahr war es mal wieder soweit. Ganz genau. Da gab es dann tatsächlich mal wieder Wasser im Sossusvlei und da sind auch aus ganz Namibia die Menschen angereist, um sich dieses Spektakel einfach anzusehen, weil das ist ganz besonders und selten einfach dieses Spektakel. Genau. Ja. Tja, und dann, es gibt noch ein fantastisches Abschiedsessen, nachdem Sie den letzten Tag, vollen Tag hier in Namibia
verbringen durften mit herrlichem Wildfleisch. Ein tolles Buffet erwartet Sie? Total, unterm Sternhimmel. Ein großartiges, in ganz Namibia bekanntes Buffet. Ja, so ist das Flay Lodge, ja. Und dann geht's schweren Herzens nach Hause. Es waren 15 wundervolle Tage in Ihrer Kleingruppe mit maximal 12 Teilnehmern. Und ja, das war dann also Namibia für Liebhaber und Fortgeschrittene. Die Fish River Tour mit dem Süden. Tine, gehört mit zu deinen Lieblingsreisen, oder? Absolut. Ich liebe die Wüste. Also die Wüste hat einfach eine Energie, eine Faszination für mich. Könnte ich mich Wochen und immer aufhalten. Also ich finde es total schön. Und auch immer, wenn ich in Namibia bin, dann muss auch immer ein kleiner Abstecher in die Wüste mit dabei sein. Ja, ja. Total. Wüste ist ein gutes Stichwort, denn träumen über die Wüste kann man nicht nur auf der Fish River Reise. Um Wüste kommt man in Namibia nämlich gar nicht wirklich rum, sondern auch auf der Wüstenträume. Eine weitere Tarok-Spezial, kann man eigentlich sagen. Total. Und auch eine sehr außergewöhnliche Reiseroute. Hier auch der Norden mit dabei, die Höhepunkte Sossus Flay und Etosha Nationalpark ist mit dabei. Aber das ganz Besondere bei dieser Rundreise ist, dass die Reise bis ganz hoch an die Grenze nach Angola geht. Und zwar bis zu den Epupa-Wasserfällen, zu dem Kunene-Fluss und durch das wilde und unberührte Kaoko-Feld. Ja, ja, ein wirkliches Highlight. Also ich war dort 2011 das erste Mal im Norden im Kaoko-Feld und es ist einmalig, diese Einsamkeit, diese Ruhe, diese Wildnis und dann aber auch immer wieder die Kulturen vor Ort, die man kennenlernt, wie zum Beispiel die Himba, da gehen wir später nochmal drauf ein. Also eine wirklich tolle Reise und hier ist auch der Etosha mit dabei. Und hier ist auch der Etosha mit dabei, ja. Ja, sehen Sie es uns nach, dass wir jetzt ein paar der Highlights direkt überspringen, wenn wir sie schon deckungsgleich oder ähnlich hatten, wie bei der Fish River Reise. Die Tour beginnt nämlich auch in Windhoek. Genau. Sie übernachten dort die erste Nacht. Sie werden vom Reiseleiter freundlichst willkommen geheißen, von Ihrem deutschsprachigen Reiseleiter. Und hier sind wir in einer Tarok-Kleinstgruppe unterwegs mit maximal 8 Teilnehmern, 17 Tage. Und los geht's. Los geht's. Mit eines deiner Lieblingsunterkünfte. Auch hast du mir vorhin erzählt. Absolut, ich war noch nicht genau, da war ich nämlich 2020. Ja. Letztes Jahr war ich in dem Namib Dunes da. Wir sind 2 Nächte insgesamt in der Namib-Wüste unterwegs. Eine Nacht in der Namib Desert Lodge und die zweite Nacht. Dann haben wir natürlich auch das Programm Sossus Flay und Sesri mit dabei, wie wir das gerade bei der Fish River Tour schon angeschnitten haben. Und hier dann abends, nachdem sie das Sossus Flay besucht haben, werden sie in eine ganz kleine Unterkunft gebracht, wo wirklich auch nur die Tarok-Reisegruppe untergebracht ist, wo für sie gekocht wird, ein Koch kommt mit hoch. Und dann haben sie Zimmer, wo sie abends die Betten auf die Terrasse fahren können und unter namibischem Sternhimmel schlafen können. So viel schläft man dann wahrscheinlich gar nicht, weil es einfach so faszinierend ist, da in den Sternhimmel zu schauen. Und man sieht wirklich die Milchstraße, wie die sich die Nacht über bewegt. Und wahnsinnig schön Sternschnuppen, wenn man Glück hat. Ja. Ja, also es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Es ist unter den Sternen schlafen. Absoluter Traum. Mhm. Null Lichtverschmutzung, klare Luft und deswegen dieser herrliche Sternenhimmel. Also einfach nur empfehlenswert. Ich habe es schon mehrfach gemacht, dass auch wenn ich auf Campingreisen privat unterwegs war, einfach nachts den Schlafsack rausgelegt und dann mit diesem Blick über den Sternenhimmel einzuschlafen, zu träumen. Ja. Das sind dann Reisen, die die Seele berühren und das wird und hier wirklich auch möglich. Und bei dieser Unterkunft, dem Namib Dunes, da auch die Lage. Also ich glaube, da das ist auch mit einer der schönsten Ausblicke über die Namib-Wüste. Erstmal ganz weit oben auf einer Düne gelegen und man kann einfach endlos weit schauen und es wahnsinnig schön. Ja. Ja. Was wir jetzt überspringen, ist, dass Sie von hier dann eben den Ausflug machen, auch zum Sossus Flay, auf die höchsten Sanddünen der Welt. Das Dead Flay darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist Teil dieser Reise, fester Bestandteil. Haben Sie gerade schon gesehen. Und weiter geht es dann durch den Kuisip Canyon. Nicht ganz so groß wie der Fish River Canyon, aber wirklich auch beeindruckend. Und dann an die Küste. Da warst du auch gerade. Nach Swakopmund, da war ich volle 2 Wochen gerade gewesen in Swakopmund. Gibt auch fantastisches Essen. Ja. Es ist so ein kleines Urlaubsörtchen in Namibia, wo auch ganz viele Namibier sich aufhalten. Immer gerade so der Dezember ist ein ganz berühmter Urlaubsmonat einfach. Und ja, Swakopmund, auch eine verrückte Architektur. Da kommt man sich manchmal vor wie in Deutschland. Ja. Ja, wenn man dort durch die Straßen schlendert und wirklich noch im Kolonialstil geprägte Architektur dort und wirklich ein irgendwie auch ein skurriles, verrücktes Örtchen in Namibia und trotzdem bezaubernd schön. Bezaubernd schön, es ist ja eine Küstenstadt und das Spannende daran ist, das ist eigentlich nicht die Küste, wie man sie erwarten würde, denn es ist wirklich, hier versteht man, warum Namibia ein Wüstenland ist. Wenn man sich
ein bisschen damit befasst, dann weiß man, dass der kalte Benguela-Strom ja an der Küste Namibias entlang fließt und dafür sorgt, dass hier wirklich fast alle Regenwolken, die auf die Küste vom Meer zugeweht werden, vor der Küste abregnen, wenige Kilometer vor der Küste abregnen. Und Zwakopmund hat Niederschlag von jährlich 14 Millimetern. Ja, ja. Das ist gar nichts. Und ja, dieser Benguela-Strom ist verantwortlich dafür. Und wenn man in Zwakopmund ist, dann hat man morgens manchmal diesen Küstennebel. Total. Ab und zu sieht man über dem Meer, dass die Wolken abregnen. Aber das Land erreicht es fast nie. Und da auch das Schöne in Zwakopmund ist einfach dieser Kontrast. Man kommt so aus dieser Dünenlandschaft und direkt im Übergang hat man auf einmal den Atlantischen Ozean. Also man steht auf der Düne und man schaut auf den Ozean. Und das ist halt auch total schön in Zwakop. Ja. Kann man tolle Ausflüge machen. Also da gibt es eine Vielzahl an Ausflügen. Entweder ein Rundflug über die Namibwüste, absolut lohnenswert. Eine Katamaranfahrt auf den Ozean. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man in Zwakop einen ganzen vollen Tag definitiv genießen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Sie haben auch einen halben Tag zur freien Gestaltung. Ihr Reiseleiter gibt Ihnen gerne wertvolle Tipps. Es gibt nämlich so viel zu sehen und so viel zu tun. Ja, spannend geht es dann weiter mit den Zahn. Richtig, genau. Von Zwakopmund fahren wir dann ins Erongo-Gebirge und dort besuchen wir dann die Zahn, wo wir einen ausführlichen Spaziergang mit denen unternehmen. Und dort wird erklärt, wie die Zahn gelebt haben und auch zum Teil noch leben. Ja, zum Teil auch leben. Es sind die eigentlichen Ureinwohner des südlichen Afrikas. Unglaublich faszinierendes Volk, herzensliebe Menschen. Ich habe gerade im April eine Woche bei den Zahn verbringen dürfen. Nicht an dieser selben Stelle, sondern in der Nähe des Kaudum-Nationalparks in Namibia. Es sind wirklich auch unterschiedliche Volksgruppen der Zahn. Total spannend. Es gibt die eine Sprache, bestehend aus den Klicklauten und dann viele Untersprachen für uns hoffnungslos verloren, da einen Unterschied feststellen zu wollen. Es ist eine hochgradig faszinierende Kultur. Das sind ein paar Aufnahmen, die ich mitgebracht habe, jetzt von meiner Reise aus dem April. Es sind wahre Überlebenskünstler, die Ihnen dann auch zeigen werden, wie man mit einfachsten Mitteln Feuer machen kann, wie man überleben kann in der Wüste ohne Lebensmittel. Ja. Oder ja, auf jeden Fall auch ohne Wasser. Mit so wenig einfach auch auskommen können, ne? Und da diese Möglichkeiten entwickelt haben, wie man dort überlebt. Und Strategien, ja. Es ist extrem interessant. Und was mich immer wieder berührt, ist einfach, dass die so unglaublich freundlich sind und ihr Wissen, was sie wirklich von Generation zu Generation zu Generation weitergeben, auch gerne mit ihnen teilen. Und das ist für mich persönlich definitiv ein Highlight. Und ich würde sagen, auch so ein bisschen wichtig auf einer jeden Tagreise, dass man nicht nur einen Fokus auf die Natur legt, sondern eben auch auf die Menschen vor Ort, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und ein Verständnis entwickelt für die unterschiedlichen Kulturen. Hier sind wir dann in Twyfelfontein, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar geht es hier um die Zahn, die wir ja gerade gesehen haben, um die Felsgravuren. Normalerweise bekannt sind die Felszeichnungen, die mit Blut und einem selbst angerührten Farbstoff an die Felsen gemalt sind. Und hier sind die Felsgravuren auch einzigartig. Und die sehen wir in Twyfelfontein auf einer ausführlichen Wanderung zusammen mit unserer Reiseleitung. Extrem spannend. Und man weiß noch so wenig über diese Gravuren. Genau. Ständig erweitert sich das Wissen darum. Ja. Das heißt, also ja, ich war auch schon zweimal da. Und man bekommt immer wieder, wenn man sich dafür interessiert, neue Forschungen dazu, was die Ursprünge sind, wie alt die Zeichnungen wirklich sind, wer die ursprünglichen Schöpfer dieser Zeichnungen sind. Das ist extrem interessant. Ja, total. Ja, und dann wird es weiter außergewöhnlich. Wir fahren Richtung Norden. Und jetzt geht es langsam ins Kaupo-Feld. Und zwar vor Zesfontein. Dort haben wir eine Übernachtung. Und was das Besondere bei dieser Unterkunft ist, der Elephant Drive, den die anbieten. Eine ganz faszinierende Aktivität, wo sie dann am nächsten Tag frühmorgens dann starten. Und zwar auf der Suche nach den dort endemischen Wüstenelefanten. Ja, es ist eine herrliche Landschaft dort. Eben dieses Kaoko-Feld, wüstenzerklüftete Wüstenlandschaften. Hier und da ein Flusslauf, meist ausgetrocknet. Dann sieht man da in diesem Flusslauf tiefe Löcher, fragt sich, wo die herkommen. Ja. Ihr Guide würde Ihnen dann erklären, dass die großen, runden Pfannenabdrücker daneben wirklich Elefantenspuren sind. Ja. Und wenn man Glück hat und genug Zeit und Geduld mitbringt, dann kann man mit etwas Glück
die Wüste die Elefanten sehen, ja. Auge in Auge begegnen. Mhm. Das ist hier wohlgemerkt kein Nationalpark. Die leben hier einfach komplett frei. Komplett frei leben die, ja. Wunderbar. Weiter in den Norden. Tine, du warst 2020 da. 2020 war ich hier oben in Pupa gewesen, ganz genau. Das, ja, stimmt, da sieht man mich an den Wasserfällen. Hier sind wir zwei volle Übernachtungen, direkt an den Epupa-Wasserfällen. Sie haben eine ganz tolle Lodge, die liegt so ein bisschen erhöht mit Blick unten auf das Palmmeer und auf den Fluss und auch auf die Fälle, die sieht man von dort. Und dort unternehmen, also was halt hier so auch das Faszinierende ist, wenn man nach Epupa kommt, man fährt über so einen kleinen Hügel noch in der absoluten Wüste, Wildnis unterwegs. Ja. Und auf einmal kommt man über den Hügel und das ist ja oft in Namibia so das Phänomen, dass einfach hinterm nächsten Hügel auf einmal eine komplett andere Landschaft vor einem liegt. Ja. Ja. Und hier ist das ähnlich, dann guckt man auf einmal auf dieses Palmenmeer und... Gerade denkt man, man hat die Landschaft verstanden und alles gesehen und dann ändert sich das Bild. Genau, ändert sich das komplett und genauso geht es einem hier, wenn man nach Epupa oder an den Kunene-Fluss heranfährt. Ja. Dass man da auf einmal steht und wieder völlig überrascht und fasziniert ist von der Abwechslung und dieser Landschaft. Ja. Ja. Wer vorhin auf den Landkarten genau hingeguckt hat, der wird festgestellt haben, dass wir bei der Fischschifferreise wirklich an der südlichsten Grenze Namibias waren. Richtig. Und nun sind wir an der nördlichsten Grenze. Der Kunene ist der Grenzfluss zwischen Namibia und Angola, ist ganzjährig mit Wasser, was in Namibia wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, bricht hier eben 40 Meter in die Tiefe. Bildet diese wunderschönen Epupa Falls. Genau. Und dann unternehmen wir an dem Folgetag eine, einmal begegnen wir den Herero in Fortsesfontein, in Opuwo, in der Gegend. Ne? Und dann oben im Kaoko-Feld zu Hause sind die Himba. Und den begegnen wir am Folgetag bei einer ausführlichen Fahrt in die Umgebung. Zu einem Himba-Dorf, Himba-Kral nennt es sich ja dort, wo sie da auch in den Kontakt mit den Himba kommen. Und wie du schon meintest, ist es einfach wichtig und auch das Merkmal unserer Rundreisen, dass sie immer wieder in diesem engen Kontakt mit den namibischen Völkern sind oder mit den Völkern eines jeden Landes, hier in Namibia halt auch ganz besonders. Und dort wird einem auch die Lebensweise der Himba erklärt und auch dort wird ganz spannend. Es ist unglaublich spannend. Die Himba sind ein sehr interessantes Volk. Sie leben hier im Norden Namibias schon seit Jahrhunderten. Man merkt, man sieht an den verschiedenen Stellen, dass sie sich teilweise schwer tun, sich im 21. Jahrhundert zu integrieren. Da gilt es, achtsam und auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen. Umso schöner ist es dann, wenn man solche Begegnungen hat wie diese. Das war ein Foto. Yeah. Das hast du mitgebracht. Das habe ich mitgebracht von der letzten Tour. Im letzten Jahr war das. Da sind mein Bruder und ich, und das war gar nicht oben bei der Kapika Waterfall Lodge, sondern das war auf dem Weg dorthin, haben wir bei einem Himba-Dorf gestoppt und sind dort so ein bisschen in Kontakt mit denen getreten und haben denen unseren Katalog gezeigt, dass die auch verstehen, warum, also was wir da machen. Und, ich zeige Ihnen mal ganz kurz hier in die Kamera, was dort dann die Aufmerksamkeit eben so auf sich gezogen hat. Und dann auf einmal ein Riesenspektakel, alle ganz aufgeregt. Wir haben zuerst gar nicht verstanden, was da los war, warum die sich alle so freuen. Und dann stellte sich nämlich heraus, dass dieser Himba-Häuptling, der hier bei uns im Katalog angedruckt ist, auch schon ein paar Jahre, glaube ich, das haben Bild wir ist Bild fast 20 Jahre alt. Ne? Ja. Und da hat die Himba-Familie festgestellt, dass das deren Opa ist, der mittlerweile leider verstorben ist. Aber da war natürlich die Freude riesengroß und das war einfach wieder ein sehr rührendes Erlebnis auch so gewesen. Absolut, absolut. Also das ist einfach schön. Und so stellen wir uns die Begegnung vor Ort vor. Und dazu haben sie auch die Möglichkeit, wenn man sich die Zeit nimmt, den Leuten wirklich nicht als Tourist, sondern als Gast und vielleicht auch als Freund zu begegnen. Ja, absolut. Tja, ein wirkliches Highlight folgt jetzt. Darf natürlich nicht fehlen, gerade wenn man das erste Mal in Namibia ist, der Etosha-Nationalpark. Safari, die Tiere, ganz Safari genau. Du hast mich vorhin nochmal darauf hingewiesen, was wirklich auch besonders ist bei der Tour, ist, dass wir vom Kaoko-Feld dann durch das Ovamboland. Durch das ganze Ovamboland oben über dem Etosha-Nationalpark, also nördlich vom Etosha-Nationalpark sind wir dort unterwegs. Das habe ich so bisher, glaube ich, bei keiner Rundreise auf dem Markt gesehen, dass wir dort unterwegs sind und auch nochmal wirklich... einen Ovambo-Kral ansteuern, besuchen, wo wir da nochmal mit den Ovambo unterwegs den begegnen können. Und von dort geht es dann ganz im Osten
des Etosha-Nationalparks fahren wir dann dort zu ihrer nächsten Unterkunft, dem Fort Namotoni. Das sehen Sie hier auf dem Bild direkt. Genau, das ist die erste Übernachtung und von dort geht es dann los. Ja, und das ist das Schöne auch wieder. Im Etosha-Nationalpark haben wir 3 Nächte und wie bei Taro üblich nicht außerhalb, so wie es viele andere machen. Und dann muss man morgens anreisen und am Tor stehen und erst reinfahren und sich anmelden. Nein, wir schlafen im Park. Alle 3 Nächte im Park. Die ersten beiden hier im Fort Namotoni, welches heutzutage hergerichtet wurde als schöne Unterkunft. Und dann eine Nacht im legendären Ukakweo Camp mit dem beleuchteten Wasserloch. Auch den Fort Namotoni hat auch ein ganz tolles Wasserloch. Kann man auch die ganze Nacht vergessen. Total, absolut. Kann man die ganze Nacht am Wasserloch verbringen, den ganzen Tag über auf Safari sein. Ganz besonders faszinierend finde ich gerade die Morgen- und die Abendstunden, die halt den Gästen, die draußen unterwegs sind, so ein bisschen verwehrt wird, weil dort sind die Tiere meist am aktivsten in den frühen Morgenstunden. Ja, das ist das ein gutes Beispiel. Das sind auch Aufnahmen jetzt aus dem April, die ich dort mit meinem guten Freund Erik, meiner Schwester, machen konnte. Also Wahnsinn. Hier hat man einfach, man sieht das Morgenlicht noch ganz, ganz weich von der Seite. Ja. Die Löwen gerade an einem frischen Riss. Es war ein Zebra, was es dann nicht mehr geschafft hat. Also Wahnsinn. Ein tolles, tolles Sighting. Ja. Elefanten an den Wasserlöchern. Die Wasserlöcher sind ja bekannt für den Etosha, weil sich dort gerade in der Trockenzeit, das sind unsere Sommermonate in der Trockenzeit, finden sich dort eben die Tiere häufig an den Wasserlöchern wieder. In großen Herden zum Teil, wenn man Glück hat, wirklich riesen Zebraherden, zum Teil riesen Elefantenherden, die einem dort begegnen, riesen Springbockherden. Also man hat wirklich einfach eine unfassbare Vielfalt an Tieren dort im Etosha Nationalpark. Auch eine wahnsinnig schöne Landschaft, Natur mit dieser Salzpfanne, an der man ja immer wieder so diese entlang und diese ewige Weite auch dort. Ne? Das ist Afrika pur, wenn man diese Springböcke hier ziehen sieht, durch diese ewige Weite. Das sah vor 100 Jahren genauso aus, das sah vor 1000 Jahren genauso aus. Und Nashörner gibt es auch selten, leider vom Aussterben bedroht. Im Etosha Nationalpark hat man hohe Wahrscheinlichkeit, sie zu sehen und natürlich dürfen dann die Beutefolger auch nicht fehlen, wie die Tüpfelhyänen. Wenn man ganz großes Glück hat, kann man auch Leoparden sehen, Geparden häufiger. Und ja, es ist einfach ein Nationalpark, wie er im Buche steht, gehört definitiv zu den schönsten in ganz Afrika. Ja. Und deswegen lohnt es sich hier auch 3 Nächte zu haben. Die erste Unterkunft, Namotoni, liegt wie gesagt an der östlichen Seite und Ukakweo liegt im Zentrum. Das heißt, man fährt auch wirklich ein ganzes Stück und bekommt einen guten Überblick über den Park. Genau. Und hier sieht man die Etosha-Salzpfanne, die ein ehemaliger ausgetrockneter Binnensee ist. Heutzutage eben mit dieser charakteristischen Salzoberfläche traumhaft schön. Absolut. Ja, Tine, weiter geht es dann. Schweren Herzens haben wir noch eine Nacht im Otshiwa Safari Camp. In der Otshiwa Safari Lodge. Eine wunderschöne Lodge. Was hier auch ganz besonders schön ist, dass dort auch Nashörner zu Hause sind, dass es dort Nashörner gibt. Und dort unternehmen sie dann nochmal eine letzte ausführliche Pirschfahrt auf ihrer Rundreise auf dem Gelände, auf dem Farmgelände. Ein riesengroßes Farmgelände, die Otshiwa Safari Lodge, hat die Otshiwa Safari Lodge. Dort sind sie nochmal auf einer letzten grandiosen Pirschfahrt unterwegs und auch wieder die Möglichkeit, Nashörner zu entdecken, wirklich auch in nächster Nähe. Ne? Und wissen Sie, was das Schöne ist? Wenn Sie hier den letzten Game Drive machen am Abend, dann wissen Sie, was ein Sundowner ist. Das haben wir vorhin erklärt. Auf jeden Fall. Das lernt man direkt am ersten Tag. Aber Sie wissen auch, was die Tiere sind. Tiere, ein Zebra kennt hier, dann die Giraffe auch. Aber die verschiedenen Antilopen, die Sie vielleicht ihr erstes Mal gesehen haben, die Nashörner, die Sie vorher nur im Zoo gesehen haben, einige Vogelarten, Ihr Reiseleiter wird Sie einfinden in die Flora, in die Fauna des Landes. Sie waren jetzt 2,5 Wochen unterwegs in Namibia. Sie kennen dieses Land, Sie haben Lust drauf bekommen. Und ja, wenn Sie dann in Windhoek zurück sind, dann werden Sie vielleicht sagen, das reicht mir nicht. Höchstwahrscheinlich infiziert vom Namibia-Virus. Und für alle, denen das so geht, haben wir uns was Taro-typisches ausgedacht. So eine kleine Besonderheit, und zwar die Namibia Total. Tina, erzähl uns mehr. 26 Tage. Man kann die Fische-Warundreise, die wir Ihnen vorhin zuerst vorgestellt haben, mit der Wüstenträume kombinieren. Da schließt quasi in Sosusvlei schließen die beiden Rundreisen aneinander an. Und da haben Sie in 26 Tagen wirklich vom südlichsten Punkt, vom westlichsten Punkt mit dem Kalahari-Transfer-Tierpark, den Etosha-Nationalpark, die Epupa-Wasserfälle, die Namib-Wüste, Swakopmund, Lüderitz,
alles mit dabei. Also wirklich ja, 26 Tage. Namibia total. Man versteht warum. Man bekommt wirklich einen grandiosen Überblick mit einer, ja, mit einer tollen, tollen Facette über das ganze Land. Wir haben Namibia total in zwei Varianten, kann man dazu sagen. Einmal in dieser Variante mit den beiden vorgestellten Reisen und einmal auch in Kombination mit unserer Reise Flussoasen Caprivi. Wer also sagt, er möchte den Fokus lieber auch auf den Caprivi-Streifen legen, kann die Reisen so kombinieren. Einfach wunderbar. Ja, also ich glaube, ausführlicher geht es nicht. Ne? Ausführlicher geht's und vor allen Dingen auch außergewöhnlicher geht es nicht. Einfach von der Reiseroute her, von der Konzipierung dieser Rundreise, von den Unterkünften, das Ganze wirklich in dieser ganz kleinen Gruppe mit ihrer deutschsprachigen Reiseleitung an ihrer Seite von Tag 1 bis zum letzten Tag. Das ist wirklich ganz nah dran an diesem Land, mittendrin und ganz nah dran. 100%. Das sind 26 Tage in voller Fassung. Mhm. Wer nicht ganz so viel Zeit hat, aber das ganze Land auch sehen möchte, auf den Norden verzichtet, der kann in 20 Tagen mit unserer großen Namibia-Reise Welwitschia wirklich auch die allermeisten Höhepunkte, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, mit sogar einer Nacht mehr im Etosha Nationalpark erleben. Also dem sei dieser ans Herz gelegt. Schauen Sie einfach mal im Katalog rein oder auf der Webseite vorbei. Das wäre dann die Welwitschia. Normalerweise reden wir im Länderabend auch immer über Kleidung, über Wetter und so weiter. Ich habe vorhin aber gesehen, dass schon vor Beginn des Länderabends einige Fragen dazu gestellt wurden. Und deswegen wollen wir im Rahmen der Fragen darauf eingehen. Und denen widmen wir uns jetzt. Es sind nämlich wirklich einige zusammengekommen, Tine. 31 Stück bis jetzt. 31 Fragen haben wir schon. Wahnsinn. Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir werden alle Fragen beantworten, auch wenn jetzt während des Beantwortens noch weitere dazukommen. Sehr und gerne. Mhm. Wir fangen mal an bei der ersten Frage. So. Sieht es mir fast aus, als ob ein paar Fragen verloren gegangen sind. Aber wir fangen einfach mal an. Vor über einer Stunde hat Stefan Sucanek gefragt. Wir haben die Kaoko Caprivi gebucht im Mai. Mhm. Wie erfolgen die Einreise und Grenzübertritte bezüglich Corona und PCR-Testung? Also da kann ich ja nochmal ganz kurz aus Erfahrung. Wir haben letztes Jahr im September und Oktober schon zwei Kaoko Caprivi-Rundreisen durchgeführt. PCR-Teste, wenn noch notwendig, das lockert sich ja immer mehr mittlerweile, organisieren wir. Und soweit ist es dann auch entsprechend wunderbar möglich, über die Grenzen. Absolut. Da, wo es nötig ist, organisieren wir es. Da, wo es nicht mehr nötig ist, natürlich nicht. Sehr positiv hervorzuheben ist, dass im südlichen Afrika generell die Corona-Lage mittlerweile sehr entspannt ist. Ja. Die haben uns da einiges voraus im zeitlichen Sinne. Und du warst ja gerade jetzt unten. Es lockert sich immer mehr. Also man merkt wirklich, immer mehr bekommt man ja auch über das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass dort einfach die Regeln immer lockerer werden, ja. Genau, das sind also wirklich sehr, sehr gute Nachrichten. Solana fragt, welche Impfungen sind zwingend notwendig, außer einer Boosterimpfung? Also, es gibt keine Pflichtimpfung für Namibia, auch nicht für Botswana oder Südafrika. Empfohlen ist definitiv die Corona-Impfung. Die üblichen Impfungen, die sollten Sie haben, übliche Reiseimpfung, aber es gibt keine Pflichtimpfungen, Gelbfieber und so weiter sind kein Thema. Das ist ja eigentlich auch eines der schönen Sachen in Namibia. Man muss sich vorab eigentlich um gar nichts kümmern. Ja. Hauptsache, der Pass ist gültig. Richtig. Der sollte noch mindestens 6 Monate gültig sein. Und ansonsten braucht man kein Visum. Die Einreise ist unkompliziert. Man hat keine gesundheitlichen Vorschriften. Und es ist halt wirklich immer sehr unkompliziert in Namibia. Definitiv. Finden die Reisen auch statt, wenn es eine Reisewarnung für Namibia gibt? Wir haben jetzt fast 2 Jahre Pandemie. Wir haben vieles erlebt und vieles gesehen. Die Reisewarnung, die es jetzt noch gibt auf der Welt, es ändert sich ja von Woche zu Woche, die betreffen vollständig geimpfte Personen nicht mehr. Es ist der Hinweis darauf, dass es in dem Gebiet irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt. Die gibt es nun mal gerade auf der ganzen Welt. Die gibt es auch hier bei uns, wie wir wissen. Ich kann Ihnen sagen, dass es in Namibia gerade deutlich entspannter zugeht als hier. Absolut. Es gibt ganz viel frische Luft, es gibt sehr wenige Menschen in einem Land, was 3,5-mal so groß ist wie Deutschland, mit etwas über 2 Millionen Einwohnern, lässt es sich wirklich gut und sicher reisen. Ja. Und für vollständig geimpfte Personen, und das legen wir jedem ans Herz, gibt es auch keine Restriktion mehr, was Quarantäne oder so angeht bei der Rückreise. Also entspanntes Reisen ist gut möglich, Margret. Noch 2 Fragen von Margret.
Erstens, was ist denn, wenn man vor der Rückreise positiv getestet wird, Tina? Vor der Rückreise positiv getestet wird, dann, wir empfehlen sowieso jeder buchenden Person eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen und vorher auch nochmal zu prüfen. Aber mittlerweile ist ja Corona auch in den gängigen Versicherungen mit drin, sollte nochmal abgeklärt werden. Und das ist dann ein Rücktrittsgrund, der über die Versicherung auch abgefangen wird. Genau, das wäre vor der Anreise. Vor der Anreise. Und bei der Rückreise, Margret, ist das so, wenn es passieren sollte, dann haben wir für Sie, für alle Tarok-Reisen, es gilt nicht nur für Namibia, einen Quarantäne-Reiseschutz bereits integriert in Ihrer Reise, in Ihrer Buchung. Das bedeutet, für Sie wird eine adäquate Unterkunft gefunden, eine Lodge, ein Gästehaus, ein Hotel, und dort verbringen Sie dann die Quarantänezeit. Und wenn es nötig ist, werden Sie entsprechend medizinisch versorgt in eines der Krankenhäuser in Windhoek. Aber davon wollen wir wirklich nicht ausgehen. Und deswegen werden Sie dann die Quarantäne einfach in einer Unterkunft in der Nähe von Windhoek voraussichtlich verbringen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist aber denkbar gering. Absolut. Die nächste Frage. Was heißt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit? Muss man die Maske im Auto tragen? Tine, das ist eine Frage, die wahrscheinlich aufs Auswärtige Amt zurückgeht. Da steht da nämlich noch. Es steht noch im Auswärtigen Amt geschrieben. Ich kann ja mal ganz kurz berichten, wie es vor Ort war. Also es ist die gängigen Regelungen, die wir hier ja auch schon wirklich seit 2 Jahren kennen. Die gelten in Namibia auch. Also wenn man in den Supermarkt geht, wenn man irgendwo in näheren Kontakt mit Menschen geht, in Innenräumen, geschlossenen Innenräumen ist in der Öffentlichkeit, dort wird die Maske getragen. Oder wenn man ins Restaurant geht, einfach kurz, bevor man sich an Platz setzt, die Maske dann abnehmen. Und im Reisebus ist es so, Sie sind ja vor Abreise getestet, die Reiseleitung ist vor Abreise getestet. Sie befinden sich ja wirklich in dieser Kleinstgruppe, sind dort auch sicher unterwegs. Und entsprechend findet die Reisegruppe untereinander meistens die Lösung, die Regelung für sich, dass die Masken vor Ort nicht getragen werden. Ja. Also ist es keine Pflicht im Fahrzeug, Maske zu tragen. So, jetzt sputen wir uns mal ein bisschen. Eine anonyme Frage. Ist es trotz Pandemie möglich, die Ombili-Stiftung zu besuchen und die Himba oder Herero zu treffen? Kann ich berichten aus eigener Erfahrung? Ich habe die Ombili-Stiftung besuchen dürfen im April. Mit Maske, mit ein bisschen Abstand, trotzdem herzlich wie eh und je. Es war ein tolles Erlebnis. Also ja, wie gesagt, wir sind getestet auf Reisen, geimpft auf Reisen, und die Leute freuen sich riesig, nach der Zeit jetzt einen wiederzusehen. Das merkt man wirklich überall. Und wenn man dort einfach wirklich mit dem nötigen Abstand, mit der nötigen Vorsicht einfach unterwegs ist, dann ist das alles ganz, ganz normal machbar. Ja. Müssen die Reiseteilnehmer geboostert sein, fragt Margret. Geboostert nicht, das ist ja bis jetzt noch keine, im Reisesinne keine juristische Vorgabe. Doppelt geimpft, vollständig geimpft, wie es heißt, sollten sie sein. Das ist auch wirklich einfach die Empfehlung. Das haben wir jetzt auch so für uns übernommen, weil wir einfach sehen, dass die Bestimmungen der Zielländer sich auch immer häufiger ändern. Costa Rica hat beispielsweise 1G, 2G vorgeschrieben, Kenia auch. Es kann jederzeit im südlichen Afrika auch passieren. Deswegen für alle, die vollständig geimpft sind, wissen wir einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind, auch was zukünftige Bestimmungen angeht. Und so werden wir das eben auch handhaben. Ist es möglich, kleine Geschenke oder Kinderbekleidung abzugeben, und was wird empfohlen? Also von Süßigkeiten oder Geldgeschenken raten wir auf jeden Fall ab. Vor Ort, was immer eine nette Sache ist, sind Schreibwaren, irgendwo Stifte, Malbücher, Malblöcke. Kleidung kann man mitbringen, kann man vor allen Dingen auch überall wirklich gut loswerden. Das würde ich dann mit der Reiseleitung einfach absprechen, ja. Genau. Was man dabei hat, vor Ort nochmal kurz klären, wo es Sinn macht, die irgendwo abzugeben. Und Die Reiseleitung gibt Ihnen dann nochmal wertvolle Hinweise, an welcher Stelle es angebracht ist und wo vielleicht eben auch nicht. Ja. Hendrik fragt, gibt es wieder Direktflüge ab Deutschland? Leider nicht mit der Air Namibia. Leider nicht mehr mit der Air Namibia. Die Air Namibia hat leider die Corona-Pandemie nicht überstanden und ist insolvent gegangen. Aber kurz darauf hat die Lufthansa Eurowings die Direktstrecke aufgenommen. Und mittlerweile gibt es auch Direktflüge. Wir fliegen viel mit Ethiopian Airlines. Ja. Auch bei diese beiden Rundreisen sind mit Ethiopian Airlines vorgesehen. Selbstverständlich können wir aber auch die Verfügbarkeit für einen Direktflug für Sie prüfen. So sieht es aus.
Herr Reinhold Rapp fragt, wir haben die Reise Wüstenträume, herzlichen Schön. Glückwunsch, im September gebucht. Können Sie eine Empfehlung für die Bekleidung geben? Und welches? Auf jeden Fall. Der September, das ist der dortige Frühling. Mhm. Und es wird langsam tagsüber auf jeden Fall schon angenehm warm. Abends kann es immer noch mal ein bisschen frisch sein. Wir empfehlen prinzipiell immer ein Zwiebelprinzip, ja, dass Sie für die frühen Morgenstunden immer noch ein Jäckchen dabei haben. Und dann im Laufe des Tages, dann ist man dann wirklich im T-Shirt und in kurzer Hose unterwegs. Ein paar Sandalen, ein paar feste Schuhe, Laufschuhe, also Wanderschuhe brauchen Sie auf diesen Rundreisen generell nicht. Keine großen Klopper. Keine großen Klopper. Turnschuhe oder Alltagsschuhe, genau. Sneaker. Reicht völlig aus. No. Und dazu ein paar offene Sommerschuhe. Und gerade so, was immer ganz gut zu beachten ist, so wenn man an der Küste unterwegs ist, warm, kommt munter, kann es immer ein bisschen unberechenbar sein, das Wetter. Da kann es auch mal ein bisschen kalt werden. Die Morgen- und Abendstunden können etwas abkühlen. Also dort eine Jacke mitnehmen und tagsüber T-Shirt, ganz unkompliziert, eine kurze Hose. So sieht's aus. Ja. Genau. So, Vera fragt. Wir haben die Kaoko Caprivi gebucht. Ach, schön. Sollten wir den Himba und Sun Gastgeschenke mitbringen? Und wenn ja, was? Ja, Tino, da bist du ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Gastgeschenke, wie gesagt, auf Augenhöhe kann das eine wirklich nette Sache sein. Von Süßigkeiten und so weiter, Plastikspielzeugen würden wir abraten. Aber ein Schulbuch, irgendwelches Lesematerial, Zeichenmaterial, sowas ist immer gern gesehen. Absolut, ja. Solana fragt, welche Kleidung gehört ins Reisegepäck? Ich denke, da sind wir drauf eingegangen. Wenn Sie Ihre Reise dann buchen, dann bekommen Sie auch nochmal eine Checkliste vor Abreise zugeschickt. Da steht nochmal alles detailliert drin. Es ist jahreszeitabhängig. Zwiebelprinzip ist angesagt. Ansonsten bequeme, legere Kleidung. Sie brauchen kein Abendkleid. Einfach gemütliche Reisekleidung. Mhm. Vielleicht mal ein Hemd, wenn Sie das möchten. Was da immer ganz praktisch ist, sind diese Absipphosen, die einen Reißverschluss da haben. Super praktisch. Die kann man sich morgens anziehen, kann man im Laufe des Tages dann auch ausziehen. Also absippen, immer ein paar Sandalen irgendwo mit dabei haben, zu den festen Schuhen. Genau. Schon so ist mal gut. Und einen guten Sonnenschutz. Einen guten Sonnenhut, ganz, ganz wichtig in Namibia. Eine Sonnenbrille, einen Sonnenhut, absolut. Einen guten Sonnenschutz. Das ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Genau. Ja, weiter geht es. Welcher Moskitoschutz für Haut und Kleidung wird empfohlen? Also, das kommt ein bisschen drauf an, auch auf die Jahreszeit. Wenn Sie so während und nach der Regenzeit reisen, auch im Norden des Landes, Itosha und so weiter, da sollte man normales Moskitoschutz nutzen. Autan funktioniert. Ja, nehme ich zum Beispiel immer mit. Ja, ne? Ich kaufe meistens vor Ort was im Supermarkt, weil das Lokale funktioniert auch hervorragend. Ja. Für die Kleidung gibt es No Bite. Zum Beispiel, da kann man die Kleidung mit imprägnieren. Nutze ich persönlich eher nicht. Einfach, weil mir der normale Hautschutz reicht. In Namibia sind Mücken nicht so das große Thema, kann man schon sagen. Und das Schöne ist auch vor Ort, wenn einem irgendwas fehlt, wenn man jetzt sagt, irgendwo mein Mückenschutz reicht mir nicht aus oder ich habe meinen Sonnenhut vergessen oder meine Sonnencreme vergessen, unterwegs hat man immer wieder die Möglichkeit, auch gewisse Dinge einfach nachzukaufen, die einem gerade fehlen oder die man gegebenenfalls vergessen hat. Ja. Genau. Also, ihr Reiseleiter weiß, was es vorgibt. Genau. Eine weitere Frage. Ist die Malaria-Prophylaxe für die Reise Welwitschia mit Reisebeginn Ende April notwendig oder reicht guter Moskitoschutz? Also es wird empfohlen. Wir sollten immer auf die Empfehlungen auch eingehen, dass ärztlich empfohlen wird die Malaria-Prophylaxe. Aber erfahrungsgewesene Standby-Prophylaxe kann man mit im Handgepäck haben. Ja, sprechen Sie es mit Ihrem Arzt ab, ist ja mal schwierig. Ende April ist es eher schon wieder trockener, da werden Sie wahrscheinlich keine großen Moskitoprobleme haben. Ja. Ich habe es mir meistens angewöhnt, es zu nehmen in den Gebieten, wo ich weiß, es gibt es einfach, weil ich es sehr gut vertrage. Malarone ist da bei mir das Mittel der Wahl. Ist eigentlich sehr entspannt. Aber sprechen Sie das sonst nochmal mit Ihrem Tropenmediziner ab. Ende April ist schon wieder Mückenabklingzeit. Also ich kann erfahrungsgemäß sagen, einige nehmen es nicht. Das ist immer ganz unterschiedlich, auch von Gruppe zu Gruppe und auch von Person zu Person, wie man sich einfach wohler fühlt. Es wird empfohlen, Sie sollten auf jeden Fall mit Ihrem Arzt sprechen und wie Sie es dann vor Ort machen, das kann man dann auch vor Ort einfach nach Gefühl entscheiden. Ja. So, die nächste Frage. Bis wann muss man den Panoramaflugbuch anmelden? Den sollten Sie auf jeden Fall bei der Welwitschia, den Rundflug, ich nehme mal an, es geht um den vom Sosislee bis nach Swakopmund, den sollten Sie mindestens 4 Wochen
vorher gebucht haben, dass wir dann alle nötigen Vorkehrungen vor Ort klären können. Den buchen wir nämlich ganz exklusiv für Ihre Reisegruppe und da müssen wir einfach vorab wissen, wie viele Leute fliegen mit und genau 3 Wochen, 4 Wochen vorher Bescheid sagen, dann kriegen wir das noch hin. Herr Reinhold Rapp fragt, welches Fahrzeug wird bei der Reise Wüstenträume eingesetzt? Ja, da verwenden wir in aller Regel einen umgebauten Geländewagen mit Aufstelldach. Es ist ein umgebauter Geländewagen mit Aufstelldach, eben passend für diese kleine Gruppe. Und ja, ist klimatisiert, bequem, ist ein umgebauter Landcruiser. Ja, genau. Andreas fragt, wird eine der Namibia-Reisen auch für Rollstuhlfahrer organisiert? Also, ich muss leider dazu sagen, bei unsere Reisen sind nicht rollstuhlfahrergerecht. Ich kann Ihnen aber ans Herz legen, es gibt einige hervorragende Reiseveranstalter, die auch für Rollstuhlfahrer speziell Reisen mit anbieten. Wir sind da jetzt gerade noch nicht. Wir spezialisieren uns da gerade auf andere Themengebiete. Aber wir hoffen, dass wir Sie ein bisschen inspirieren konnten und möchten Sie nur ermutigen, Namibia auch mit dem Rollstuhl zu bereisen, denn es geht und es gibt diese Reisen. Ja. Da kommt die zweite Frage von Andreas. Welche Reisezeit ist für Namibia optimal? Tja, das ist immer die Gretchenfrage. Namibia ist prinzipiell 365 Tage im Jahr ganz wunderbar zu bereisen. Also wirklich von Dezember bis Januar kann man ganz jahres in Namibia unterwegs sein. Im Sommer relativ heiß, tagsüber braucht man eine gewisse Hitzebeständigkeit, im Winter tagsüber, abends relativ kalt, tagsüber angenehm. Ganz gern gebucht sind einfach so die Übergangszeiten. Ja. Der dortige Frühling, der dortige Herbst, immer entgegengesetzt zu unseren Reisezeiten, muss man beachten. Und ich finde auch mal, die Reisezeiten spiegeln sich immer ganz gut auch in der Termin- und Preisabteil einfach auch vor Ort die teuersten Reise ist es einfach saisonal bedingt, dass dort die Unterkünfte, die Fluggesellschaften teurer sind. Da kann man auch immer die Hochsaison einfach, da kann man einen guten Überblick bekommen. Aber ich empfehle immer auch ein bisschen die Nebensaison, weil dort, das ist eher so das Unbekannte, gerade so in den nicht ganz so gut besuchten Monaten, das sind in der Regel Januar, Februar, März, ein bisschen März, November, Dezember. Es ist immer wunderschön, weil da ist man relativ alleine unterwegs in diesem Land. Und das Land ergrünt nach der Regenzeit. Und es ist wunderschön grün, man verkürzt hier den Winter. Also da muss jeder so ein bisschen für sich selber abspüren, welche Temperaturen liegen einem. Genau. Schauen Sie sich nochmal ein Klimadiagramm an. Ja. Ich war schon zu jeder Jahreszeit dort ausführlich, ich habe es immer geliebt. Das kommt ein bisschen auf Ihre Hitzebeständigkeit an und darauf, ob Sie es eher grün mögen oder eher wüstenkarg. Da gibt es wirklich für jeden die richtige Jahreszeit. Frau Andrea Weber fragt, PCR-Tests werden knapp. Wo bekomme ich als Tourist rechtzeitig den Test? Wir fliegen Sonntag und kommen erst Montag an. Also PCR-Tests werden knapp, das stimmt. Soweit ich informiert bin, betrifft das noch nicht die privat organisierten PCR-Tests. Also wenn Sie an eine Teststation gehen und den Test vorher anmelden, ich kenne das jetzt nicht für Ihre Stadt, wie hier Potsdam, Berlin, da kenne ich ein paar Teststationen, wo man einfach online einen Termin machen kann, den PCR-Test bucht. Die sind ja mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer. Dann sollte das kein Problem sein. Mittlerweile werden PCR-Tests knapp. Privaten betrifft das, soweit ich weiß, noch nicht. Was ich da auch wirklich empfehlen kann, Frau Weber, schauen Sie mal, ob Sie einen Flughafen bei sich in der Nähe haben. Der nächste Flughafen, weil die sind wirklich auch darauf ausgelegt, diese PCR-Teste zum Reisen anzubieten. Ja. Die haben verschiedene Zeitspannen, einmal den 24-Stunden-Test, einmal den 12-Stunden-Test, einmal einen 6-Stunden, sogar 3 Stunden oder 2 Stunden. Mittlerweile schon Express-PCR-Teste. Also Sie können mittlerweile sogar schon an den Flughäfen wirklich verlässlich auch einen PCR-Test machen. Schauen Sie mal, was der nächste Flughafen ist oder Sie reisen nach Frankfurt an, einfach mit ein bisschen Vorlaufzeit, dass Sie dort einen Test machen können. Genau, da werden Sie fündig werden. Definitiv. Machen Sie sich da nicht zu große Sorgen. Kann man die Reise individuell verlängern, zum Beispiel eine Nacht Okonjima? Ja, natürlich. Man kann drum. Vor und nach unseren Rundreisen sind Sie wirklich komplett flexibel. Sie können uns bei Buchung sagen, Sie wollen gerne 3 Tage früher anreisen, 5 Tage später zurückreisen oder ein ganz individuelles Programm davor und danach haben. Das kriegen wir alles hin. Also wenn Sie gerne auf Okonjima verlängern wollen, das ist überhaupt gar kein Problem. Das kriegen wir ganz unkompliziert dazu gebucht. Ja. Anne fragt,
gibt es auch Touren durch den Skeleton Coast Park ins Hoheneb-Tal oder nach Opur? Also Hoheneb-Tal kriegen wir, glaube ich, noch hin, aber Skeleton Park, es ist eher schwierig, weil es ist einfach ein Sperrgebiet auch. Da kommt man so als Tourist mittlerweile, öffnen sie langsam, es ist von den Straßen her sehr, sehr anspruchsvoll. Da sollte man wirklich auch gute Fahrkenntnisse haben und vor allem das richtige Fahrzeug dann auch. Und mit den etwas größeren Fahrzeugen eher schwierig, nein, haben wir noch nicht bei uns im Programm. Ja, ich war jetzt vor 2 Jahren dort. Es ist sehr, sehr schön, aber das ist dann eher was für Selbstfahrer. Wir haben unsere Namibia-Selbstfahrreisen. Fragen Sie das gerne an und dann zaubern wir Ihnen da was Schönes, maßgeschneidertes. Ja. Kommt man bei der Veviche-Reise auch an Solitär vorbei? Na, aber auf jeden ganz Fall. Wichtig, der Apfelkuchen wird einen Stopp eingelegt, definitiv. Das Schöne auch nochmal, was ich zu den Rundreisen sagen kann, wenn jemand einen individuellen Wunsch hat, der irgendwo auf der Reiseroute liegt, kann man das auch immer mit dem Reiseleiter absprechen auch nochmal. Also Solitär ist hier mit im Programm, aber wenn es irgendwo eine Sehenswürdigkeit oder einen Programmpunkt gibt, der vielleicht so im Katalog nicht ausgeschrieben ist, Ihnen aber am Herzen liegt, sagen Sie einfach Bescheid und wenn es irgendwo ins Tagesprogramm passt, richten die Reiseleiter sich da auch mal ganz individuell auch auf die Kundenwünsche so ein bisschen ein, ja. Dafür sind sie da, ja. Mhm. Jürgen fragt, sind Kinder bei den Reisen erlaubt? Falls ja, ab welchem Alter? Da kann ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Wir empfehlen prinzipiell unsere geführten Rundreisen ab 12 Jahren, weil letztendlich Namibia hat es von den Strecken schon in sich. Es ist ein riesengroßes Land, man ist viel auf Achse, die Reisen sind nicht ganz unanstrengend und entsprechend empfehlen wir die Rundreisen, die Kleingruppenreisen ab 12 Jahren als Selbstfahrer uneingeschränkt. Da gibt es da unten keine Grenze. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung bestätigen und du sicher auch. Ich auch, ja, total, ganz genau. Ja. Also im Kinder ist es so unterwegs gewesen. Also es war empfehlenswert. Absolut. Das Leben. Ein bisschen entspannteren Reiseverlauf empfehle ich da einfach, dass man nicht ganz so weite Strecken hat, Doppelübernachtungen mit einplant und dann ist das ganz wunderbar machbar. Ingeborg hat geschrieben, läuft der Livestream noch? Weil ich bin rausgefallen und nichts geht mehr. Oh ja, unser Regisseur hat schon darauf geantwortet, es tut uns leid, wenn das manchmal passiert. Liegt eventuell an Ihrer Internetverbindung oder an einem Übertragungsfehler. Wenn sowas mal passiert, auch in Zukunft, einfach die Seite einmal neu laden. Wir lassen Sie nicht im Stich. Wir sitzen hier und erzählen Ihnen immer weiter von den schönsten Reiseländern. Oder ansonsten auch das Verpasste auf YouTube einfach nochmal nachschauen. Also wenn Sie wirklich einen ganzen Teil verpasst haben, dann können Sie sich den auch nochmal auf YouTube anschauen. Spätestens ab dem nächsten Tag finden Sie alle Tarok-Länder-Abende auf YouTube. Mhm. Wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal oder abonnieren Sie unseren Tarok-Newsletter auf unserer Webseite. Mhm. Und dann sind Sie da immer auf dem neuesten Stand. Und sowieso eine Empfehlung die an alle. Informationen teilen wollen irgendwo mit jemandem, wo Sie meinen, das könnte einen Freund oder eine Bekannte interessieren, können Sie die auch immer gerne über YouTube dann teilen, Videos. Mhm. So, Henrik schreibt, gibt es wie letztes Jahr auch eine kostenlose Umbuchungsfrist? Wir haben diese kostenlose Umbuchungsfrist gehabt während der Zeit, als es noch extrem unsicher war, ob Reisen stattfinden würden oder nicht. Das sehen wir als erledigt an. Südliche Afrika ist offen, es ist beidseitig offen und deswegen haben wir der Umbuchungsfrist jetzt abgetan. Wir freuen uns einfach, dass die Reise wieder stattfinden und sehen da für dieses Jahr keine Gefahr, dass Reisen abgesagt werden müssen nach Namibia. Ansonsten, was immer möglich ist, gegen eine Umbuchungsgebühr ist eine Reise selbstverständlich auch umbuchbar, bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor Ort, wo wir wirklich noch keine Kosten hatten. Dann fragen Sie einfach an, wenn es kurzfristig umgebucht werden muss, findet sich irgendwo eine Lösung, zu der normalen Umbuchungsgebühr von 35 Euro. Ja, das ist ja wirklich überschaubar. Bis zur zeitlichen Frist ist das kein Thema. Ja. Und ansonsten finden wir da auch eine individuelle Lösung. Ich glaube, da kennt man uns gut genug, dass wir da wirklich bestrebt sind, immer eine gute Lösung zu finden. Ja. Welcher Moskitoschutz wird empfohlen? Ich glaube, das haben wir vorhin schon mal erwähnt. Und Herr Karl-Jörg Großlaub fragt, wir waren 1987 in Namibia. Inzwischen sind wir etwas älter geworden, 85 und 83. Ja, traumhaft schön, dieses Land. Wir freuen uns, dass Sie es schon 1987 so genießen konnten. Vielleicht haben Sie meinen Vater ja damals auf Reisen getroffen. Und hier kommt noch was danach. Wir sind gesund und würden gerne die Reise durch den Caprivi-Zipfel unternehmen. Würden Sie uns das zuraten? Ah ja, da kommt der zweite Teil der Frage. Gerne. Unsere Reise Flussoasen Caprivi ist nicht eine zu anstrengende Reise. Wenn Ihr Arzt Ihnen das bestätigt und Sie sich wohl und fühlen und gesund sind, dann freuen wir uns, Sie auf unserer Reise begrüßen zu dürfen.
Wir haben sehr gemischte Gruppen. Ja. Unsere Reisen sind für jedermann geeignet, der trittfest ist, gesund ist und das Reisen genauso liebt wie wir. Und genau, Sie von der Anstrengung her, das ist Ihnen wahrscheinlich auch noch bekannt aus Ihrer ersten Rundreise. Es sind nicht unanstrengende Reisen, wir sind viel auf Achse, aber damit sind Sie vertraut. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Reise so buchen wollen und gerne daran teilnehmen wollen, sehr, sehr gerne. Alles klar. Gut, wunderbar. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, und wenn Sie unsere Länderabende gefallen haben, dann teilen Sie es doch gerne mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden. Dann bekommen Sie von Namibia noch mehr mit. Ich bekomme hier gerade den Hinweis, dass noch eine Frage reingekommen ist. Die wird mir aber nicht angezeigt. Schauen wir mal kurz. Entschuldigung. Okay, bevor wir zum Abspann kommen, nochmal die abschließende Frage. Kann man als Single auch ohne Aufschlag mitreisen, das heißt halbes Doppelzimmer oder ähnliches? Halbes Doppelzimmer ist auf Anfrage möglich, wir versuchen das umzusetzen, kommt natürlich immer darauf an, ob man den Gegenpart findet, ansonsten gibt es den Einzelzimmeraufpreis, den wir dann leider veranschlagen müssen, weil die Kosten einfach auf uns zukommen. Ja, wir freuen uns riesig, dass Sie wieder beim Taug-Länderabend heute mit dabei waren. Tine, es hat mir viel Spaß gemacht. Es hat mir genauso viel Spaß gemacht, total. Ja. Und ja, das Video ist ab morgen auch auf YouTube, also teilen Sie es gerne mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie, wenn Sie sie über Namibia ins Schwärmen bringen möchten. Wer den nächsten Taug-Länderabend nicht verpassen möchte, der sollte in 2 Wochen am Donnerstag um 19.15 Uhr wieder einschalten. Da geht es dann nämlich um Kroatien, ein sehr anderes Reiseland, traumhaft schön. Meine Schwester Jana war gerade letztes Jahr dort unterwegs. Und es ist eine ganz tolle Reise. Ja. Und wir freuen uns, Ihnen diese dann näher bringen zu können. Bis dahin, Tine, verabschieden wir uns. Ich würde aber noch mal ganz kurz erwähnen, wenn Sie noch Fragen haben, die Ihnen vielleicht im Laufe der Nacht einfallen oder morgen oder im Laufe der nächsten Tage, Sie dürfen sich selbstverständlich jederzeit gerne bei uns melden, entweder per E-Mail an die info@taruk.com oder Sie rufen uns im Laufe des Tages an. Da stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie einfach noch detailliertere Fragen haben zu Ihrer Rundreise oder zu einer bevorstehenden Rundreise. Rufen Sie uns einfach gerne an. Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, da bekommt man auch immer einen Eindruck, welche Termine noch verfügbar sind. Genau, stöbern Sie mal auf unserer Webseite, da haben Sie auch alle unsere 12 Namibia-Rundreisen gebündelt vor Ort. Und bei Fragen einfach anrufen. Ja, Namibia gehört zu Tau TNA. Und wir freuen uns auf Ihre nächste Namibia-Reise. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und bleiben Sie uns hold bis in 2 Wochen zum Kroatien-Länderabend. Wiedersehen. In 2 Wochen. Auf Wiedersehen.